out of eyes, tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine, it might be mine, yeah. If you want one, now you coming with a paper. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Vergag. Hier geht es heute wieder los und wenn euch das Ganze hier gefällt, was wir machen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet, Leute. Das wäre super, super lieb von euch und hilft sehr weiter. Und wenn ihr abonnieren wollt, Leute, das wäre noch viel lieber von euch. So, auf jeden Fall. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Es geht wieder los, Leute. Eigentlich wollte ich heute 2 Folgen machen. Das Ganze ist aber ein bisschen in die Hose gegangen, weil ich ein bisschen technische Probleme hatte. Nämlich habe ich meinen PC heute Morgen angeschaltet und auf einmal hat er sich angehört wie ein Helikopter. Und das ist kein Spaß. Der war so heftig, heftig laut. Und da habe ich die so 10 Minuten laufen lassen und auf einmal war es nicht mehr so. Also ich hoffe mal, dass jetzt einfach alles gut ist und ich keine weiteren Probleme haben werde. Das war echt überhaupt nicht cool. Ich habe mir übel Sorgen gemacht. Ich dachte schon, oh mein Gott, Alter, gerade neue Season angefangen und jetzt geht wieder alles in die Hose. PC geht einfach kaputt. Aber bis jetzt sieht es ganz okay aus. Ich hoffe, in der Aufnahme ist auch alles sexy. Und auf jeden Fall, ich habe Dinos benannt. Nämlich einmal Noki, den Poisendrachen. Das muss ich machen für die Devin Season, wo Noki bei uns draufgegangen ist. Ich dachte so, das ist der perfekte Name für den Poisendrachen. Und dann haben wir hier einmal Joachim für den Schockdrachen. Warum Joachim? Joachim. Ich hab keine Ahnung, aber okay. Ja, Joachim. So, auf jeden Fall, ich muss den Sattel tauschen zwischen den beiden, nämlich habe ich nur einen Sattel und der Sattel ist übel, übel teuer. Von daher müssen wir jetzt so ein bisschen immer zwischen den Drachen wechseln und den Sattel immer hin und her schleppen, aber was soll's. Auf jeden Fall können wir mal einmal kurz abchecken, was der so drauf hat, nämlich hier, der rechts liegt, das habe ich schon gesehen. Der schießt so Blitzkugeln, die machen echt nicht so super viel Schaden, aber die sind irgendwie ganz cool, weil die halt festhalten. Und der macht so auch nicht super viel Schaden. Aber vielleicht, wenn wir den ausleveln, geht das klar. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen aber ein bisschen rumtesten. Okay, Leute, schadensmäßig ist er ausgelevelt. Und ich habe viel, viel mehr erwartet. Oh mein Gott, er macht fast gar keinen Schaden. Der macht mit dem Strahl, macht so ein bisschen Schaden. Aber der macht 62.000. Aber wir kriegen überhaupt den Speedo damit down. Ich habe so das Gefühl. Obwohl, der ist die ganze Zeit geschockt. Guckt euch das an. Das ist schon ziemlich cool. Aber das ist auch, glaube ich, das Einzige. Oh, okay. Nee, er wehrt sich doch noch. Okay, hier, da. Wird wieder geschockt. Also er hat nicht so wenige Chancen, weil er die ganze Zeit nichts machen kann. Aber irgendwie ist er auch schon ziemlich Larry-mäßig. Ich habe damit gerade gegen den Prime einfach Dillo gekämpft. Und das war echt ein langer Kampf. Das war ein ziemlich langer Kampf. Was ist das schon wieder für ein Dodo? Das war ein Golden Dodo. Oh, what? Habe ich Scheiße gebaut? Hätte ich damit was machen können? Ich habe keine Ahnung. Haha, das war doch nicht der einzige Golden Dodo. Ich habe noch einen gesehen. Let's go! So, dann probieren wir das. Oh, oh, warum hat er das ausgehalten? Oh, den müssen wir auch noch wegrechnen. Okay, der war nicht so schlimm. So, ja, den können wir echt zählen. Aber K.O.-Tame, was zum Teufel? Müssen wir hier echt einen Pfeil reinjagen? Dann gehen wir alle weg, Leute. Ich will nicht wieder den goldenen Drohnen töten. Ich habe letzte Folge schon ziemlich viel getötet. Ne, vorletzte war das so. Zack. Oh, der hat echt viel Topor. Oh, macht der mal Schaden? Vielleicht hätte ich das mit meinem Drachen machen sollen. Aber das läuft echt gut. Ist der ausgenockt? Kriegt gleich noch eine mit der Faust, Junge. Ja, renn lieber. Keine Chance. Hier da. Silber Dingsbums. Silber Treat. Zack. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen. Aber wir nehmen den mit. Leute, der Dodo ist fertig. Und tatsächlich kann man den reiten. Und der macht 2000. Der macht 4000 Schaden. Der hat nur 2000 gemacht. Aber warum macht er jetzt 4000? Okay, aber ich werde mich nicht beschweren. 4000 Schaden. Wisst ihr, wie viel der Drache gemacht hat? 2600 oder sowas am Anfang. Der Dodo macht mehr Schaden als der Drache. Was zum Teufel? Warum? Ja, easy. Wir werden halt die ganze Zeit weggehauen oder so. Das einzig Nervige da dran. Ich habe fast ein bisschen Bock, den auszuleveln. Dinge sind passiert. Dinge sind passiert. Oh mein Gott. Dodo, nein. Da war ein Speedo. Und ich dachte so, gegen Speedo kann ich eigentlich gut antreten, weil unser Dodo hat echt viel Schaden gemacht. Der hat 100.000 Schaden gemacht. Und ich dachte so, oh mein Gott. Ja, da kann ich sogar ein Speedo wegknechten. Nee, war nicht so. Der Speedo hat mich mit 2 Schlägen getötet. Okay. Wir wollen Rache. So kommt das nicht davon. Der hat einfach unseren Dodo getötet. Liegt der hier noch? Dodo, wir hatten so eine schöne Zeit zusammen. Sie war ziemlich kurz, aber sie war so schön. So, Speedo, dafür leidest du jetzt. Warum macht der auch so krasse Schaden? Habe ich noch irgendwas bekommen? Was, wie ein Männchen? Ich will übrigens unbedingt auf die böse Insel. Und wir werden da auch ganz viele Sachen wegknechten. Das ist zumindest der Plan. Ich war nämlich gerade nochmal auf der Seite von der Mod. Und da stand, dass die Weibchen auf jeden Fall Eier legen sollten, bevor die sterben. Auch diese Prime Shock Rexe und sowas alles. Die sollten eigentlich alle Eier legen. Bis jetzt hat es irgendwie nicht so geklappt. Aber das wird sich hoffentlich heute ändern. Und dann, oh, wir können es auch mal versuchen, von einem Reaper schwängern zu lassen. Ich habe keine Ahnung, wie das klappt, aber wir probieren heute einfach Dinge. Das ist der Plan auf jeden Fall.
Wir gehen einfach rein in die Olga, prügeln uns mit allem und gucken, was passiert. Okay, irgendwie habe ich nicht so Glück, dass ich jemand Weibchen dazwischen finde. Und vor allem sind das alles Schockrexe. Auf die habe ich halt gar keinen Bock. Das ist ein Poison Rex. Auf die habe ich schon so ein bisschen Bock. Und die da hinten haben auch noch Bock. Ja, erstmal den hier. Okay. So, legt ein Ei oder sowas. Legt ein Ei oder sowas. Legst ein Ei oder sowas, sonst hau ich dir eine runter. Ja, okay, dann hau ich dir eine runter. Du hast sicher das gewollt. Hast du ein Ei gelegt? Nein! Warum denn nicht? Oh, ihr habt einen Job. Ist das ein Schock? Nee, das ist ein Poison, aber das ist ein männlicher. Und ist das, das ist auf jeden Fall ein Schock. Und der ist weiblich. Aber der hat nur 700.000 Leben. Vielleicht können wir das packen, den zu killen, bevor der uns schockt. Ist das eine Idee? Ich habe keine Ahnung. Ist das ein befruchtetes Ei? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen rein. Wir gehen komplett rein. Wir legen es doch an. Okay, okay. Oh, der hat ein bisschen mehr ausgehalten als erwartet. Warum? Oh, da liegt ein Ei. Da liegt ein Ei, endlich. Oh mein Gott, oh, Level 70. Oh Mann, wir werden geprankt. Warum? Okay, was ist mit dem da? Das ist auch ein Shockrex, das ist ein männlicher. Okay, da habe ich dann gar keinen Bock drauf. Ist der, warum sind die alle männlich? Oh. Okay, aber die Suche geht weiter. Das Ei nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann gucken wir mal, was wir noch so finden. Hey, Mr. Rexy, Sir. Zack. Level 70 Shockrex Ei. Nice. Wir gehen mal darüber. Was zum Teufel? Ich war gerade ein Dodo-Rex und der hat einfach von dem Snow-Rex auf den Sack bekommen und deshalb habe ich eine Trophy bekommen. Also ich werde mich nicht beschweren. Oh mein Gott, das hört sich an, als wäre es direkt neben mir ist. Warum ist das so verdammt laut? Oh, der hat das One-Hit. Da stauen wir mal ganz schnell ab. Und dann gehen wir rüber zu den Rex, weil das ist der erste weibliche Rex, den ich auf der ganzen Insel gesehen habe. Und ich habe die ganze Insel abgeguckt. Das ist kein Spaß. Irgendwie spawnen nur Männchen. Das ist unnormal. Ich glaube, das machen die mit Absicht, weil sonst wird man wahrscheinlich zu viel von den guten Rex und sowas bekommen. Aber ja, ich gehe jetzt rein in die Olga und hoffe, dass es gut geht. Oh, der hat echt viel Leben. Oh, Mama Mia, bitte nicht einfrieren oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was du tust. Okay, du machst Sachen, aber du bist weg. Und hast du ein Ei gelegt? Oh, Reaper, hey, na. Oh, heute wieder gegen Reaper kämpfen, gar keinen Bock. Och nein, warum? Okay, weg mit dir. Keine Chance. Okay, wir haben kein Ei bekommen. Och man, das ist echt nicht immer. Muss ich länger warten oder so? Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall sind hier so wenig Weibchen, das glaubt ihr gar nicht. Der ist so verlockend, das glaubt ihr gar nicht. Der ist 710. Oder das ist Shockrex. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber ich glaube, ich muss es tun. Weil wenn ich davon ein bekomme, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Von daher, ich hab einen 70er im Inventar. Okay, damit kann ich nicht nach Hause gehen. Das lohnt sich einfach gar nicht. Oh. Ich werde es bereuen. Oder? Bis jetzt noch nicht? Bis jetzt schon. Ja, bis jetzt definitiv. Ja, ja. Rockdrake, komm her. Komm einen Schritt her. Wir schaffen das zusammen. Oh mein Gott, der schießt böse Sachen. Rockdrake, komm raus. Okay, wir haben das. Wir werden jetzt nicht wieder geschockt, sondern wir hauen ihn jetzt richtig einen runter. Oh mein Gott, der hat übel regeneriert. Oh mein Gott, hat er regeneriert. Okay. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich wusste, wir werden das bereuen. Warum habe ich den Minutum zu respawnen? Das macht gar keinen Sinn. Oh nein. Erste Frage, die ich mir gerade stelle, lebt Tick noch? Nächste Frage, die ich mir stelle, kann es doch nebliger sein? Nächste Frage, die ich mir stelle, können Schockdrachen geschockt werden? Ich habe keine Ahnung. Greif einfach an, bitte. Hau voll drauf, ich hau auch drauf. Wir haben das. Können Schockdrachen geschockt werden? Das sehen wir jetzt in der nächsten Folge. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hau drauf. Rockdrake, du schaffst das, du schaffst das. Ich weiß, dass du das schaffst. Komm schon. Oh mein Gott, du schaffst es wirklich. Du bist der beste Rockdrake überhaupt. Ich liebe dich. Wir haben Ei. Wir haben Ei. Warum fliegst du hoch? Drache, was ist dein Problem? Joachim, warum? Warum machst du diesen? Okay, schnell zu Rockdrake. Der andere Drache hat einen Schaden. Oh. Nice. Oh mein Gott. Hat wirklich was geklappt? Ich kann es nicht glauben. Kann das wirklich sein? Joachim, komm zurück. Wir müssen wieder los. Wir müssen wieder los. Ist das echt ein 27er? 7.10er, ja, 7.10er. Oh mein Gott, als ob das geklappt hat. Als ob wie ich mal was geklappt hat. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es wirklich nicht glauben. Leute, es ist gut ausgegangen. Ich dachte, das wäre schon wieder komplett. Ich dachte, die Folge wird schon wieder die Fail-Folge überhaupt. Aber nein, nicht diesmal. Außer der Reaper, der macht jetzt schon wieder Scheiße. Das kann sein. Nee, wir lassen uns die Tat nicht mehr verderben. Oh nee, muss los. Tschüss. Ja. Hm, gar keinen Bock mehr. So. Mein Ei lasse ich mir nämlich nicht nehmen. Das hat sich komisch angehört. So, dann wollen wir die Brudis mal hinlegen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ich werfe das andere Ei auch hin, oder?
Warum war ich nicht? Komm, wir können nur zwei. Och, guckt sie euch an! Und wie lange? 7 Minuten? Ja, easy peasy. Oh mein Gott, ich bin so geheilt. Junge, auch so ein gutes Level. Endlich mal. Und das hat die ganze Zeit nicht geklappt. Ich dachte schon, ich mache irgendwas falsch, aber anscheinend doch nicht. Anscheinend ist es nur eine Glückssache, ob man wirklich hinterher ein Ei bekommt. Weil jetzt habe ich auch einfach nur drauf geprügelt, wie so ein Blöder. So, sie sind jeden Moment da. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht mehr erfahren. Oh mein Gott, wie nice ist das Wetter. Oh, dass das endlich geklappt hat. Oh, ich habe das andere Ei aufgehoben. Das war nicht mein Plan. Oh, das ist der 7x10. Komm raus, Brudi. What? Was ist das denn für ein Bug? Als ob das seine Augen sind. Guck mal, das sind eigentlich seine Augen. Oh nee, wie doof sieht das denn aus? Warte. Was wollte ich dem was zu essen geben vielleicht? Eigentlich habe ich mir so viel Fleisch eingesteckt. Da, zack. Oh. Oh gut, dass es nicht buggy ist, Brudi. Du hast das Leuchten nicht in... Oh mein Gott. Oh, das sieht zu gut aus. So, zack. Werfen wir das andere Ei auch nochmal hin, auch wenn das absolut Grütze ist. Was soll's. Wir gönnen uns. Oh, der sieht, glaube ich, cool aus. Oh, der ist auch so golden wie unser Drache. Och, Mann. Hauptsache, der Gute sieht wieder anders aus. Ist der hat auch die komischen Augen. Oh mein Gott. Oh, der sieht so fresh aus. Warum sieht der so nice aus? Oh, der sieht so viel besser aus, oder? Welchen findet ihr besser, Leute? Ich glaube, ich finde echt den hier besser. Oh mein Gott, ja, der sieht so nice aus. Obwohl, wenn der Große sieht, der wahrscheinlich auch ganz cool aus. Dann stellen wir den mal vor die Bude. Und dann haben wir auf jeden Fall nächste Folge einen ausgewachsenen Shockrex. Und den müssen wir unbedingt testen. Ich hoffe, dass der stark ist. Ja, okay, vielleicht konnte ich doch nicht ganz aufhören. Vielleicht bin ich gerade ein bisschen süchtiger noch geworden, Eier zu sammeln. Und vielleicht habe ich gerade noch einen gefunden. Nehme ich ein Flamerex-Ei, Level 5 von 10. Ist nicht so super, super gut. Aber das nehmen wir trotzdem mit. Und dem hauen wir jetzt eine runter. Alter, Shockrex hasse ich nämlich. Jeder hasst Shockrexe. Keiner mag Shockrexe. So. Was? Das war ein Männchen oder nicht? Was ist ein Männchen? Hat gerade ein Männchen ein Ei gelegt? Okay. Hallo Mr. Nameless Sir. Ich will nur das Ei einmal einsacken, dann bin ich wieder weg. Aber das macht mir viel Spaß. Oh mein Gott, ich könnte jetzt den ganzen Tag weibliche Primes verprügeln. Was auch immer das ist. Ich will gegen das kämpfen. Enrage Corrupted Rex? Und er hat 7 Millionen Leben. Das ist ja easy. Oh, die Dodo Wyvern. Irgendwie. Oh, warum hält er so viel aus? Okay, alles gut. Ich hatte kurz ein bisschen Angst. So, zack. Nächster. Was denkst du, dass du hier einfach rumlatschen kannst oder was? Keine Chance. Nee, der schockt mich. Nee, der schockt mich. Nee, der schockt mich. Bitte nicht schocken oder sowas. Da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, dass er das vielleicht kann. Okay, kann er aber nicht. Was kriege ich von dem? Nur Scheiße. Willst du mich flachsen? Ich dachte, das wäre so ein Überboss. 49 Mille? Das ist ein weiblicher Prime Alpha. Krieg mal von denen ein Ei? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich den packe. Packe ich den? Oh, ungutes Gefühl dabei. Ungutes Gefühl dabei. Aber echt, ich habe nicht mehr viele Heals. Ich habe super wenig Heals sogar. Ich glaube, ich habe 3. Und ich mache nur 4 Leben. Warte. Vorher abchecken. Heal. 3. Ja, habe ich echt. Hab nicht gelogen. Das wird nicht klappen. Oder? Nein. Okay. Der ist ein bisschen stark. Verdammt, wir brauchen mehr Heals. Runde 2. Diesmal gegen den anderen, weil der sieht noch cooler aus. Vielleicht kriegen wir daraus noch ein cooleres Baby, falls wir wirklich ein Ei bekommen sollten. Ist auch ein Weibchen. Level 27. Hat auch übel viel Leben. Diesmal habe ich aber Heal dabei. Diesmal will ich nicht aufzuhalten. Beiß so viel auf mich rum, wie du willst. Ich heile einfach. Oh mein Gott. Die machen echt Schaden. Oh mein Gott. Oh, ich hoffe, dass die Rexe stark sind. Damit wir gegen sowas ein bisschen einfacher kämpfen können. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich dagegen heilen kann, weil die echt cool dran haben. Heilen nochmal. Kann ich hier raus. Ich weiß gar nicht, ob ich die unten aus der Leiste aktivieren kann. Oh mein Gott, warum rennt die ganze Zeit um mich rum? Hör auf, um mich rumzurennen. Das macht mich himmelig. Oh, wenn man davon einen bekommt, wäre zu crazy. Oh, ich weiß es aber halt nicht. So. Warum? Was ist passiert? Läuft wieder super gut heute. Ich habe das Gefühl, das könnte diesmal das Ende von Tick sein. Weil ich weiß nicht, wie ich den retten soll. Wenn ich da gleich reinrenne, sterbe ich direkt wieder. Wenn ich den auch follow nehme, ich müsste ziemlich schnell passiv pfeifen. Und vor allem kriegt der übel viel Schaden. Von daher, please. Please. Okay, please. Passiv. Passiv. Oh, du kommst hier sogar raus. Oh mein Gott, du bist ja mal klug. Oder bist du klug?
Ich weiß nicht mal, was da passiert ist. Ich weiß nicht mal, warum das passiert ist. Oh mein Gott, wo willst du hin? Okay, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Wir haben das im Griff. Oh, wir haben alles so gut im Griff. Wie immer. Oh. Ich weiß auch nicht, warum ich Angst habe. So. Du gehst wieder an dein Pokéball. Da, zurück. Oh, Tick. Ich dachte, du bist tot. Ich dachte wirklich, du bist tot. Habe ich wirklich aus Versehen statt FE gedrückt und bin... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er mich gebissen hat auf meinem Seil. Aber der hat auf jeden Fall immer noch übel viel Schaden. Von daher, wir machen weiter und ich habe keine Ahnung. Serving a Tesla, got my bag, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Hey, yo, shout out, let's do this. Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Got my bag, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops. Wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Vielleicht kann ich sogar durchziehen. Nee, ich trau mich nicht durchzuziehen. Vor allem, wenn er jetzt wieder so heftig reinhaut, ey. Oder? Ziehen wir durch? Wir ziehen durch, wir ziehen durch, wir ziehen durch. Wir ziehen sowas von durch. Man bekommt kein Ei. Man bekommt nur drei von diesen Kack-Essenzen, die ich gar nicht haben möchte. Oder möchte ich haben? Kann ich da irgendwas machen? Okay, ich habe gerade kurz nachgeguckt. Nämlich gibt es die hier drin in den Engramm. Und ich weiß nicht mal, wo man die craftet. In dem, okay, Reborn Replicator craftet man die. Und da kann man so einen komischen Rex craften. Erstmal mit ganz vielen Artefakten kann man so einen Legendary Alpha Rex Core machen. Und dann kann man einen Legendary Alpha Rex Spawner machen. Und dafür braucht man 50 von diesen Essenzen, 10.000 Alpha Blut, Alpha Rex Zähne. Dann braucht man davon dieses Core. Dann 10.000 schwarze PL, 10.000 Steel Ingots und 50 Arme. Also das ist über teuer. Aber ganz gut, dass wir schon mal angefangen haben, welche zu sammeln. Aber wir müssen noch gegen ganz viele kämpfen, damit wir uns die mal leisten können. Und hier sind nochmal unsere Babys, Leute. Die werden schon langsam groß. Ich werde die gleich noch ein bisschen imprinten und sowas alles. Aber ich würde sagen, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Wert freuen. Das wäre super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen noch einen ganz schönen Tag und tschüssi!